Es ist Donnerstag, ganz herzlich willkommen zu Zertifikate Depot. An meiner Seite Thomas Bergmann, herzlich willkommen auch an dich. Grüß dich. Ja, wir haben interessante Tage hinter uns. Wir wollen mal auf den DAX blicken. Nach einer zumindest doch guten Phase Anfang der Woche haben wir jetzt gestern eine kleine Verschnaufpause eingelegt, aber das wo kann es hingehen, sage ich jetzt mal. Ja, jetzt sind wir natürlich an einer ganz wichtigen Zone angelangt. 200-Tage-Linie sehen wir, ist bei 10.060 Zählern, sprich wir sind exakt an dieser Marke dran. Wir waren am Donnerstagmorgen schon leicht darüber bei 10.080. Ganz wichtig auch der Bereich um 10.100 bis 10.108. Hier haben wir ein altes Ausbruchsniveau, Fibonacci Retracement und noch die Brexit Gap-Kante. Also hier ganz wichtiger Bereich eben zwischen 10.060 und 10.100. Und sollten wir den überwinden, dann wäre das schon eine Art Befreiungsschlag. Dann haben wir die nächste Marke im Bereich 10.300 und dann bei 10.480 etwa zwei weitere Widerstände, die es zu überwinden gilt. Mittelfristige Abwärtstrend seit April 2015 gültig, der verläuft dann etwas höher noch, oberhalb von 10.500. Aber wichtig ist natürlich jetzt erstmal, dass wir die 200-Tage-Linie knacken und dann könnte es weiter nach oben gehen. Dann blicken wir jetzt aufs Derivate-Musterdepot. Es gibt einen Neuling seit heute tatsächlich, Dürr. Warum haben wir den jetzt neu? Ja, wir sehen einmal hier, den einen Grund ist natürlich die technische Verfassung. Wir sind über die 200-Tage-Linie gestiegen, haben damit ein Kaufsignal generiert, haben jetzt zunächst mal diesen Ausbruch im Bereich 70 Euro geschafft. Und jetzt geht es darum, dass wir auch den Bereich um 72,65 Euro, das ist das Hoch, das Intraday-High von Dürr hier im Zeitraum April, Mai, dass wir den überwinden und dann, ja, sage ich mal, haben wir ganz schnell Anschlusspotenzial eben hier in diesem Bereich 80, 81 Euro. Und das wollen wir eben jetzt ausnutzen mit diesem Hebelprodukt, Hebel 3,4, sprich schaffen wir diese 10-12%, liegen wir im Bereich 40% im Schein. Das ist so das Potenzial, das wir hier sehen. Wie gesagt, technische Verfassung ist das eine. Dann haben wir am Anfang August, am 4. August Zahlen. Und da rechnen doch manche Marktteilnehmer mit einer Prognoseanhebung im Bereich Umsatz und vielleicht auch Auftragseingang. Nachdem Ende Juni ein Kapitalmarkttag von Dürr sehr positive Impulse geliefert hat, das ist eben so die Fantasie. Und ich kann mir vorstellen, dass wir eben jetzt nach diesem Signal hier weiter nach oben gehen, deswegen der Kauf. Weiterhin dabei ist auch immer noch die Allianz. Die hat sich ähnlich gut entwickelt wie der DAX. Ja. Was sind da deine Einschätzungen? Ja, einfach fundamental sehr günstig bewertet in unseren Augen. Die Dividendenrendite lag hier unten im Bereich von 6%. Also ist einfach ein solider Play, der immer wieder in den Bereich auch der 200-Tage-Linie kommt. Das sehen wir in der Vergangenheit. Wenn wir uns weit genug entfernt haben, haben wir uns der 200-Tage-Linie wieder angenähert. Und das sehen wir auch hier und das ist ein deutliches Potenzial. Wir sehen es hier im Bereich 145 Euro vielleicht die und das sehe ich durchaus im Bereich des Möglichen, wenn der Markt natürlich mitspielt. Also wenn jetzt der Markt nach unten rauscht, wird sich auch eine Allianz nicht wehren können. Aber ich denke mal, es gibt keine Alternativen im Moment zur Aktie und deswegen wird man sich hier auch auf eben dividendenstarke Werte stürzen und das spricht für die Allianz. Dann schauen wir jetzt auf den Ölindex. Der Ölpreis ist immer noch oder hat sich jetzt sogar von den 50 Euro weiter entfernt, 50 Dollar. Aber der Index scheint das ja gar nicht negativ zu beachten. Ja, im Zuge der Dow-Rally, sage ich mal, der Dow ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen, auch der S&P, haben sich auch die Ölaktien wie Chevron, Exxon sehr gut gehalten. Die jüngsten Lagerbestände waren jetzt auch nicht so toll, die Daten von Mittwoch. Die Lagerbestände gehen zwar weiter zurück, 2,5 Millionen Barrel waren es meines Wissens. Man hat mit ungefähr 3 Millionen Barrel Rückgang gerechnet. Es gab auch einen leichten Dämpfer für den Ölpreis, aber wie du schon sagst, der Index zeigt sich relativ unbeeindruckt. Natürlich fehlt die Dynamik im Moment noch. Wir bewegen uns um die 200-Tage-Linie herum. Wichtig ist natürlich, wenn wir hier dieses Niveau um 130 überwinden.
Dann blicken wir jetzt auf MTU. Ja, da sieht es eigentlich auch gut aus. Ja, also täglich grüßt das Murmeltier. Sind wir unten da im Bereich 80 Euro, kann man blind kaufen. Normalerweise müsste ich sagen, jetzt kann man hier verkaufen, weil der Sprung über die 86 ist uns auch noch nicht gelungen. Wir hoffen einfach mal, dass es vielleicht in dem Feld, in dem Marktumfeld auch gelingt. Die Flugshow in England ist auch am Laufen hier, dass man hier vielleicht neue Milliardenaufträge oder Millionenaufträge, ich sage Milliarden ist ein bisschen übertrieben, generiert. Und ja, vielleicht kommt hier jetzt der Impuls. Wir bleiben investiert, schauen uns die Sache weiterhin an. Es gibt nichts auszusetzen. Der Schein notiert im Bereich 4 Euro, Kaufkurs war 3,10, also alles im grünen Bereich. Müssen wir mal schauen. Also hier ein bisschen Achterbahnfahrt, schauen wir weiter. Genau, auf Tesla blicken wir jetzt. Die standen letzte Woche schon ziemlich in den Schlagzeilen und immer noch. Jetzt ist die US-Verkehrsbehörde auch dran, aber die Aktie, ja, die interessiert das überhaupt nicht. Wird sie gestützt von den Banken, die Kapitalmaßnahme, die jüngste, begleitet hat. Es ist schon sehr ungewöhnlich. Jetzt ist ein nächster Unfall schon wieder mit einem Modell, in dem auch der Autopilot im Einsatz war. Ich kann es mir nicht erklären, die Aktie ist sehr teuer, die Erwartungen sehr ambitioniert. SEC ermittelt, ob eben dieser Crash mit Todesfolge nicht rechtzeitig publik gemacht wurde. Ja, wir warten einfach mal hier ab. Wir sind leicht im Minus, das ist Fakt. Aber ich denke mal, ja, wenn es normal gehen sollte, dann sollte die Aktie auch wieder die 200-Tage-Linie unterschreiten und der Short, den wir im Depot haben, auch wieder ins Plus drehen. Dann blicken wir jetzt zu guter Letzt auf den EU-Referendumsindex. Der hat sich auch wahnsinnig gut entwickelt. Wir waren am 11.07., haben wir, glaube ich, neu dazugekauft. Genau. Phänomenal, würde ich jetzt mal. Ja, also wir hatten eben die Position aufgestockt. Wir hatten ja gesagt, Anfangsposition kurz nach dem Brexit. Da haben wir die erste Position gekauft. Dann ging es nochmal nach unten, wie wir alle wissen, und haben dann eben nachgekauft. Der Einstandspreis, ich mal ungefähr ein, ist bei 27,36 jetzt im Schein. Das heißt, wir sind jetzt hier schon doch deutlich im Plus und ja, hängt natürlich auch am Markt. Aber hier sieht man dann doch, dass die Aktien, die da in dem Produkt sind, doch sehr hohes Aufholpotenzial haben. Im Moment sind es vor allem ja auch die Commerzbank, die natürlich tief gefallen ist, die jetzt hier Gas gibt, zusammen mit der Deutschen Bank sehr gut auf dem Vormarsch. Airbus, ein Profiteur der Flugshow, die im Moment läuft, neue Milliardenaufträge abgeschlossen. Das sind so die Aktien. Software AG fällt mir jetzt gerade ad hoc ein, nach Prognoseanhebung heute am Donnerstag. Rund 5% im Plus. Läuft ganz gut, kann man sich nicht beschweren. Wie bewertest du die aktuelle politische Lage? Es kam jetzt doch recht schnell zu einem Wechsel beim Natürlich auch sehr positiv, dass hier schon mal die Kuh vom Eis ist, dass man hier jetzt hier Fakten geschaffen hat. Kann vielleicht dazu führen, dass auch der Brexit jetzt oder der EU-Austritt schnell beantragt wird. Das würde weitere Unsicherheit eben dem Markt nehmen und wir haben es in der Vergangenheit einfach gesehen. Je höher die Unsicherheit, umso volatiler, umso schwächer der Markt. Und wenn die Unsicherheit aus dem Markt draußen ist, auch wenn mal schlechte Fakten geliefert werden, dann geht es nach oben. Ein letzter Ausblick vielleicht noch. Letzte Woche hast du noch den Best of Gold Miners Index angesprochen. Kann das noch kommen? Hängt natürlich vom Sentiment ab. Es war richtig, jetzt nicht gleich drauf zu springen, weil eben, ja, die Gold, man hat es gesehen am Goldpreis, wenn die Unsicherheit weicht, dann fällt auch der Goldpreis zurück und entsprechend auch die Minenaktien. Ist ein sehr spannender Index, ist auf jeden Fall auf der Watchlist, nur man muss halt vom Timing her schauen, wann man hier zugreift. Ich sag mal, wenn jetzt eine Hosse käme, würde wahrscheinlich der Goldminenindex nicht ganz so gut performen. Muss man einfach mal sehen. Aber sicherlich Watchlist, auch andere Werte haben wir im Blick. Wir werden, sollten wir über die 200-Tage-Linie gehen jetzt beim DAX und das auch nachhaltig bestätigen, sicherlich die Cashquote weiter reduzieren. Dann Thomas, ganz herzlichen Dank für deine Ausführung. Gerne. Liebe Zuschauer, das war Zertifikate Depot für diese Woche. Wenn Sie wollen, sind Sie nächste Woche auch wieder dabei. Bis dahin, machen Sie es gut.